Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit dem analogen Tonband und der Bandmaschine. Wird heute noch analoges Tonband verwendet? Sowohl die Blütezeit der bis zu 2 Zoll breiten Multitrack-Bänder als auch die der 1 Zoll Two-Track-Bänder ist vorbei. Bänder werden zwar noch zum Verkauf angeboten, aber Bandmaschinen bekommt man wahrscheinlich nur noch am Gebrauchtmarkt. Es ist aber auch heute noch nicht jedes Studio auf digitale Aufzeichnung umgestiegen. Rein technisch gesehen ist Analogband gar nicht so schlecht. Der Rauschabstand und der Klirrfaktor einer guten analogen Bandmaschine mit einem Rauschunterdrückungssystem sind besser als die Werte so manch eines digitalen Aufzeichnungsmediums. Auch gefällt vielen, dass eine Bandmaschine das Signal etwas komprimiert, wenn man weit aussteuert. Dieses Phänomen wird oft auch als Bandsättigung bezeichnet. Darum werden einige hochbudgetierte Produktionen auch heute noch mit einer analogen Bandmaschine gemacht. Wieso sind die meisten Studios auf Harddisk Recording umgestiegen? Die digitale Aufzeichnung auf einer Harddisk, also auf einer Festplatte, bietet so viele Vorteile gegenüber einer Bandmaschine, dass diese für die allermeisten recht unattraktiv geworden ist. Zu diesen Vorteilen gehören der direkte Zugriff auf das Audiomaterial ohne Umspulzeiten, die Möglichkeit eines komfortablen Schnitts, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten im Computer, das verlustfreie Umkopieren, günstigere Anschaffungskosten für Gerät und Medien und vieles mehr. Wieso beschäftigen wir uns dennoch mit der analogen Bandmaschine? Wir wollen uns die analoge Bandmaschine und das analoge Tonband trotzdem etwas genauer anschauen. Es gibt noch große Tonarchive voll mit analogen Tonbändern. Wenn du eine alte Produktion aus dem Tonarchiv einspielen musst, solltest du dich mit Bandmaschinen und Tonbändern auskennen. Andererseits gibt es auch digitale Effekte, die Bandmaschinen simulieren, um entsprechende Kompressionseffekte und klangliche Eigenschaften zu erzielen. Wenn man die richtige Bandmaschine etwas kennt, kann man auch die Parameter solcher Effekte besser verstehen. Wir beschränken uns bei der Beschreibung der Bandmaschine aber nur auf die grundlegendsten Dinge. Wie ist eine Bandmaschine aufgebaut? Dies ist eine typische 1 Zoll Bandmaschine. Dies ist eine Multitrack Bandmaschine von TASCAM. Mit dieser Bandmaschine kann man 16 Spuren auf ein 1 Zoll Band aufnehmen. Eine Bandmaschine ist grundsätzlich in etwa so aufgebaut. Wir haben ein Supply Reel und ein Take-Up Reel. Das Supply Reel stellt das Band bereit und das Take-Up nimmt es auf. Das heißt, am Supply Reel ist am Anfang das gesamte Band aufgewickelt und die beiden Spulen drehen sich in diese Richtung. Das Band muss an diesen drei Tonköpfen vorbeigeführt werden. Damit das Band schön an den Tonköpfen vorbeigeführt werden kann, wird es an mehreren Umlenkrollen vorbeigeführt. Damit das Band möglichst gleichmäßig transportiert werden kann, Gibt es neben den Tonköpfen noch einen Kapstanantrieb. Das Band wird mit einer Andruckrolle aus Gummi an den Kapstan gedrückt. Wenn man ein neues Band einspannt, dann legt man die Rolle links auf, führt das Band wie hier gezeigt über die Umlenkrollen an den Tonköpfen vorbei zum Take-up Reel. Am Take-up Reel wird das Band in einen der vorhandenen Schlitze eingefädelt und man dreht das Take-up Reel ein paar Mal, sodass es hält. Beim Abspielvorgang wird nun das Band von links nach rechts an den Tonköpfen vorbeigeführt und abgespielt. Schauen wir uns die Tonköpfe etwas genauer an. Bevor man eine Tonbandmaschine in Betrieb nimmt, reinigt man übrigens die Tonköpfe mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol. Wir haben drei Tonköpfe mit den Namen Erase, Sync und Repro. Der Erase-Kopf ist der Löschkopf. Er dient zum Löschen des Bandes. Außerdem dient er beim Aufzeichnen zur Vormagnetisierung des Bandes, zur sogenannten Bias. Der Sync-Kopf ist der Aufzeichnungskopf. Mit ihm wird ein Signal auf das Band aufgezeichnet. Der Sync-Kopf kann aber auch wiedergeben. Die Wiedergabequalität ist beim Sync-Kopf allerdings schlechter als beim Repro-Kopf. Der Repro-Kopf ist ein reiner Wiedergabekopf und hat eine bessere Wiedergabequalität als der Sync-Kopf. Man hat also zwei Tonköpfe, mit denen man wiedergeben kann: Man kann Sync oder Repro hören. Wieso muss der Aufnahmekopf auch wiedergeben können? Bei einer Overdub-Session muss man gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben. Man will aufnehmen, was der Musiker spielt und der Musiker will gleichzeitig hören, was schon auf Band ist. Würde man mit dem Sync-Kopf aufnehmen und mit dem Repro-Kopf wiedergeben, so hätte man durch den Abstand der beiden Tonköpfe zueinander immer einen zeitlichen Versatz zwischen dem, was wiedergegeben wird, und dem, was man aufnimmt. Die Aufnahme wäre nicht mehr synchron. Aus diesem Grund ist es notwendig, mit ein und demselben Kopf gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben zu können. Man hört also bei der Aufnahme über den Sync-Kopf ab, damit alles synchron aufgenommen wird. Aus diesem Grund heißt der Sync-Kopf auch Sync-Kopf. Erst später bei der Mischung schaltet man auf den Repro-Tonkopf, um die Aufnahme in der bestmöglichen Qualität wiederzugeben. Wie werden Tonbänder langfristig gelagert? Für die Archivierung sollten Tonbänder Tail-Out gelagert werden. Das heißt, sie sollten am Take-Up-Reel gelagert werden. Man nimmt das Band sozusagen nicht zurückgespult vom rechten Wickelteller und stellt es ins Lager. Der bei der Lagerung entstehende Kopiereffekt ist auf diese Weise weniger störend hörbar. Kopiereffekt bedeutet, dass das Audiomaterial bei längerer Lagerung von einer Wicklung des Bandes auf die nächste kopiert wird. Wenn ein Band Tail-Out auf dem Take-Up-Reel gelagert ist, macht sich das als Nachecho bemerkbar. Würde man das Band Head-Out, also auf dem Supply-Reel lagern, so wäre das Ganze als Vorecho hörbar. Zweiteres ist wesentlich störender. Das heißt, auch wenn es im alltäglichen Gebrauch verpönt war, Bänder nicht zurückzuspulen, werden sie für die langfristige Archivierung normalerweise immer Tail-Out gelagert. Man muss also das Band, wenn man es aus dem Archiv holt, rechts in die Bandmaschine einlegen und dann zurückspulen. Ansonsten wird das Band rückwärts abgespielt. Was versteht man unter dem Einmessen einer Bandmaschine? Bandmaschinen müssen regelmäßig eingemessen werden, vor allem dann, wenn sie länger nicht mehr in Betrieb waren. Das heißt, dass der genaue Winkel der Tonköpfe zum Band, der sogenannte Azimut, richtig eingestellt werden muss. Und dass verschiedene andere Parameter feinjustiert werden müssen. Nur wenn alles richtig eingemessen ist, klingt das Band so, wie es klingen soll. Solltest du ein Band aus dem Archiv über eine Bandmaschine abspielen müssen, die lange nicht benutzt wurde, kann es sein, dass diese zuerst eingemessen werden muss. Gerade wenn es darum geht, größere Mengen aus dem Tonarchiv zu digitalisieren, Lohnt es sich auf jeden Fall, die Bandmaschine vorher noch einmal von jemandem, der sich damit auskennt, richtig einmessen zu lassen? Da die Bandmaschine aber doch nur noch selten gebraucht wird, werden wir hier nicht mehr besprechen, wie das im Detail funktioniert. Wie sind die Tonspuren am Tonband untergebracht? Die einzelnen Spuren sind in Form von Längsspuren am analogen Tonband untergebracht. Jede Tonspur hat ihren Bereich auf dem Band. Bei einer Two-Track sind es zwei Spuren, bei einer Multitrack haben wir mehrere Spuren. Wie hat man analoges Tonband geschnitten? Normalerweise wurden nur Two-Track-Bänder geschnitten, und zwar mit einer Rasierklinge. Zuerst suchte man sich die Schnittstellen. Man bewegte hierfür das eingespannte Band im Stoppmodus langsam über den Tonkopf hin und her, indem man an den Spulen drehte. Das hörte sich an wie Scratchen. Nein, mehr an. Nein, mehr. Man bewegte es so lange hin und her, bis man nach Gehör die richtige Schnittstelle gefunden hatte. Nun markierte man die Schnittstelle am Band mit einem Wachsstift. Zum Schneiden verwendete man eine Editierschiene. Diese sah in etwa so aus. Es war eine Metallschiene, in die man das Band einspannen konnte. In dieser Editierschiene gab es Einkerbungen oder besser Schlitze mit 90 Grad, 45 Grad und 60 Grad. Man hat das Band grundsätzlich eingespannt gelassen und wickelte nur ein Stück ab und spannte dieses in die Editierschiene ein. Nun musste man nur noch die Rasierklinge durch einen der Schlitze in die Editierschiene führen. Den 90-Grad-Schlitz verwendete man für harte Schnitte. Mit einem angewinkelten Schnitt erzeugte man eine Art kleine Blende. Die beiden losen Enden des Bandes wurden einfach wieder mit einem kurzen Stück Klebeband an der Rückseite zusammengeklebt. Welchen Einfluss hat die Bandgeschwindigkeit? Man konnte an einer Bandmaschine verschiedene Bandgeschwindigkeiten für die Aufnahme und die Wiedergabe einstellen. Die Bandgeschwindigkeit bei der Wiedergabe musste natürlich die gleiche sein wie bei der Aufnahme, sonst wurde das Band mit der falschen Tonhöhe wiedergegeben. Zu langsam abgespielte Bänder klangen tiefer. Zu schnell abgespielte Bänder ergaben den typischen mickey Mouse effekt Je höher die verwendete Bandgeschwindigkeit war, desto besser war die Qualität der Aufnahme und desto leichter ging das Material zum Schneiden. Aber desto höher war natürlich auch der Bandverbrauch. Die Bandmaschinen hatten meistens einen Schalter, um zwischen zwei Bandgeschwindigkeiten umzuschalten. Man notierte die Bandgeschwindigkeit normalerweise auf der Hülle des Bandes oder auf einem eigenen Zettel. Welche Dynamik hatte eine Bandmaschine? Eine Bandmaschine ohne Rauschunterdrückung hat aufgrund des starken Bandrauschens nur eine Dynamik von etwa 60 dB. Durch ein Rauschunterdrückungssystem kann diese Dynamik auf bis zu 100 dB erweitert werden. Es gibt verschiedene Rauschunterdrückungssysteme, wie zum Beispiel Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby SR und viele andere mehr. Die Rauschunterdrückungssysteme für analoge Bänder hier im Detail zu besprechen, würde den Rahmen dieser Session sprengen. Aber schauen wir uns an, wie so ein System grob funktionieren kann. Zur Rauschunterdrückung dienen zum Beispiel Kompander-Systeme. Hierbei wird die Dynamik des Signals bei der Aufnahme komprimiert und bei der Wiedergabe genau entgegengesetzt expandiert. Durch die Kompression erzielt man einen besseren Abstand zum Bandrauschen und durch die Expansion wird die ursprüngliche Dynamik wiederhergestellt. Manche Systeme konzentrieren sich bei der Rauschunterdrückung hauptsächlich auf die hohen Frequenzen. Das Bandrauschen ist weißes Rauschen. Da bei weißem Rauschen alle Frequenzen gleich stark vorhanden sind, wir aber die Tonhöhe logarithmisch wahrnehmen, erscheint das weiße Rauschen für uns höhenreich. Es gibt verschiedene Rauschunterdrückungssysteme, die bei der Aufnahme dynamisch, also in Abhängigkeit vom Eingangspegel, die Höhen anheben und diese dann wiedergabeseitig wieder absenken. Auch so wird das Rauschen vermindert. Damit ein Band korrekt wiedergegeben werden kann, muss natürlich bei der Wiedergabe das gleiche Rauschunterdrückungssystem verwendet werden wie bei der Aufnahme. Welches System verwendet wurde, wird normalerweise auf der Hülle des Bandes oder auf einem Zettel notiert. Was sind pre und De-Emphasis? Jede Bandmaschine hat am Eingang eine bestimmte Aufnahmeentzerrung und am Ausgang eine Wiedergabeentzerrung. Das heißt, das Signal wird sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe durch eine Art Equalizer bearbeitet. Die Aufnahmeentzerrung wird auch als pre bezeichnet und die Wiedergabeentzerrung als de -Emphasis ziel dieser entzerrungen ist frequenzgangänderungen auszugleichen die am wiedergabekopf und bei der vormagnetisierung entstehen und dabei das bandrauschen nicht unnötig anzuheben bei der pre werden die höhen um einen festen betrag angehoben und bei der de werden diese höhen wiederum abgesenkt aufgrund der pre darf man höhenreiche signale wie hi hats auf einer bandmaschine nicht gleich weit aussteuern wie bassige oder mittige signale Höhenreiche Signale werden auf einer Bandmaschine normalerweise etwa 10 dB weniger weit ausgesteuert als andere. Für pre und De-Emphasis gibt es verschiedene Normen wie DIN oder NAB. Normalerweise ist auf einem Band immer die Norm der Pre-Emphasis vermerkt. Damit ein Band korrekt wiedergegeben werden kann, muss eine Bandmaschine verwendet werden, die der richtigen Norm entspricht. DIN und NAB sind nicht kompatibel zueinander. Welche Ein- und Ausgänge hat eine Bandmaschine? Eine Bandmaschine hat pro Spur einen Eingang und einen Ausgang. Wie wird eine Bandmaschine bedient? Eine Bandmaschine war leicht zu bedienen. Man hatte ganz normale Transporttasten, wie man sie zum Beispiel von der Musikkassette oder einem DVD-Player herkennt, also Stopp, Play, Record, Zurückspulen und Vorspulen. Außerdem konnte man auswählen, ob man Sync oder Repro abhören wollte. Für die Aufnahme gab es pro Spur einen Meter, das den Input-Level anzeigte. Für jede Spur gab es einen Knopf, mit dem man diese Spur scharf schalten konnte, einen Record Enable Knopf. Nur auf die scharf geschalteten Spuren wurde aufgezeichnet. Alle anderen Spuren wurden wiedergegeben. So war es möglich, eine Overdub Session zu machen. Was sind Punch In und Punch Out? Bei einer scharf geschalteten Spur gibt die Bandmaschine im Stoppmodus und im Recordmodus das Eingangssignal wieder, aber im Wiedergabemodus das, was auf Band ist. Dies ermöglicht einen Punch-In und einen Punch-Out. Das bedeutet, dass man direkt zwischen Aufnahme und Wiedergabe hin und her wechseln kann. Der Wechsel von der Wiedergabe in die Aufnahme wird als Punch-In bezeichnet, der Wechsel von der Aufnahme in die Wiedergabe als Punch-Out. Man schaltet die gewünschten Spuren scharf und wechselt dann einfach mit den Tasten Play und Record zwischen Wiedergabe und Aufnahme. Wenn sich der Musiker zum Beispiel in einem Solo verspielt hat und man will nur diese kurze Stelle neu einspielen, so schaltet man die entsprechende Spur scharf und geht auf Play. Der Musiker hört nun, was auf Band ist und kann schon mitspielen. Wenn man an der Stelle angekommen ist, die ersetzt werden soll, drückt man auf Records. Die Bandmaschine geht nun in den Aufnahmemodus und es wird das Eingangssignal durchgeschliffen, sodass der Musiker sich selbst hören kann. Ist die Stelle vorbei, so drückt man wieder auf Play. Die Bandmaschine steigt nun aus der Aufnahme aus und geht wieder in den Play-Modus. Aufnahmetechnisch macht die Bandmaschine beim Wechsel zwischen Play und Record jeweils eine kleine Überblendung, sodass man keinen Sprung hören kann. Was versteht man unter Bouncen? Ein besonderer Vorgang bei einer Aufnahme war immer das sogenannte Bouncen. Unter Bouncen versteht man das Zusammenmischen von mehreren Spuren und das erneute Aufnehmen dieser Mischung auf meist zwei weitere Spuren desselben Bandes. Da die Anzahl der Spuren am Tonband begrenzt ist, hatte man im Laufe einer Produktion früher oder später meist keine Spuren mehr verfügbar, um weitere Aufnahmen zu machen. Man behilf sich dann mit dem Bouncen. Zum Beispiel mischte man acht Spuren Chorgesang im Mischpuls Stereo zusammen und nahm die Summe dann wieder auf zwei freie Spuren der Bandmaschine auf. Dadurch hatte man wieder freie Spuren zur Verfügung. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Bänder werden heute kaum noch benutzt. Am ersten triffst du auf sie, wenn du Tonaufnahmen aus einem Archiv einspielen musst. Es gibt unterschiedlich breite Bänder mit unterschiedlich vielen Spuren. Zwei Spurbänder kann man mit einer Rasierklinge schneiden. Mehr Spurbänder werden normalerweise nicht geschnitten. Bevor man ein Band in eine Tonmaschine einlegt, sollte man die Tonköpfe mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol reinigen. Lange nicht benutzte Bandmaschinen sollten für ein optimales Ergebnis zuerst eingemessen werden. Damit das Band korrekt wiedergegeben werden kann, muss die richtige Bandgeschwindigkeit eingestellt werden, es muss die richtige Rauschunterdrückung verwendet werden und die Bandmaschine muss bezüglich der Norm für die Aufnahme- und Wiedergabeentzerrung mit der Aufnahmebandmaschine übereinstimmen. Die Norm für Pre- und De-Emphasis muss also stimmen. Bänder werden für langfristige Archivierung normalerweise Tail-Out gelagert, damit der Kopiereffekt sich als Nachecho äußert und nicht als Vorecho. Ein Tail-Out gelagertes Band muss für die Wiedergabe am rechten Wickelteller eingelegt und dann zurückgespult werden. Ein Head-Out gelagertes Band legt man am linken Teller auf und kann es direkt abspielen. Eine Bandmaschine hat drei Tonköpfe. Der Erase-Kopf oder Löschkopf dient zum Löschen und zur Vormagnetisierung bei der Aufnahme. Der Sync-Kopf kann aufnehmen und wiedergeben. Der Repro-Kopf kann nur wiedergeben, macht dies aber in einer besseren Qualität als der Sync-Kopf. Bei der Aufnahme, vor allem bei einer Overdub-Session, muss gleichzeitig aufgenommen und wiedergegeben werden. Man gibt bei der Aufnahme mit dem Sync-Kopf wieder, damit alle Spuren synchron aufgenommen werden. Bei der Mischung gibt man alle Spuren über den Repro-Kopf wieder, damit man die beste Wiedergabequalität hat. Für die eigentliche Aufnahme schaltet man zuerst die gewünschten Spuren scharf und drückt dann auf Record. Bei manchen Maschinen muss man auch Record und Play gleichzeitig drücken. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.